mir leicht auf den Sack. Ich wollte mir den neuen Track von Paul Mantelbrenner reinziehen und ja, da ist das Video wieder gesperrt. Toll. Ist doch aber ganz klar, die Leute, die das bei YouTube da hochgeladen haben, die haben gegen die Nutzungsrechte verstoßen. Aber trotzdem übertreiben maßlos, das geht mir voll auf den Sack. Zum Beispiel jetzt die Clubs, ja? Die haben ja auch voll Stress. Die wollen ja die Preise bis zu 1000% erhöhen. Da machen die kleinen Clubs doch gleich automatisch zu. Was soll denn das? Das nervt. Die GEMA hat gesagt, das könnten nur Einzelfälle sein. Im Endeffekt ist es gerechtfertigt. Dort, wo du feiern gehst und wo so Musik läuft, wo die Leute angemeldet sind, musst du einfach mehr bezahlen. Trotzdem, viel zu teuer. Und hast du auch schon gehört, dass die Kindergärten auch noch zahlen müssen, weil sie hier alle meine Händchen auf Gitarre klimpern? Das ist viel zu übertrieben. Ich finde übertreiben maßlos und die kleinen Künstler unterstützen sie auch nicht. Naja, ich finde schon, dass Künstler für das, was sie da hergestellt haben, einen ordentlichen Preis verdient haben. Aber okay, vielleicht könnte man es ein bisschen fairer gestalten. Finde ich auch, mein Reden. Mensch, bla, bist ja noch nicht so blöd. Ist gut, Keks. Mach Rude mal weiter. Ja, hör ich mir einen anderen Track an. Ja, Mariah Carey oder so. Die ist, glaube ich, auch bei der GEMA. Ach so. Ha.